herzlich willkommen zur dritten Einheit im Kurs Gratis Online Lernen. Nachdem sich in der letzten Einheit alles um das selber Lernen gedreht hat, betrachten wir heute das Lernen im Web. Sicher haben Sie schon gemerkt, dass viele Dinge, die mit Computern oder mit dem Internet zu tun haben, englische Bezeichnungen tragen. Das macht natürlich die Sache nicht einfacher, vor allem wenn man nur ein wenig Englisch spricht. Englische Ausdrücke klingen in unseren Ohren wohl moderner. Ein paar Beispiele dafür. Das Notizbuch heißt auf Englisch Notebook. Und wenn wir von Notebook sprechen, meinen wir in der Regel einen kleinen tragbaren Computer. Das World Wide Web ist wörtlich übersetzt das weltweite Netz bzw. Gewebe. Und online sein bedeutet einfach, verbunden zu sein. Wenn wir online sagen, meinen wir damit, dass wir mit dem Internet verbunden sind. Auch beim Lernen mit dem Web gibt es sehr viele Begriffe und die meisten sind Englisch. Ein paar stellen wir heute im Video vor und ein paar weitere finden Sie im Begleitmaterial. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten zu lernen und auch im Web gibt es all diese unterschiedlichen Formen. Ein guter Start zum Lernen sind beispielsweise Bücher. Dann kann man auch Kurse besuchen, wenn man etwas erlernen möchte. Und wenn sich Experten treffen, beispielsweise eine Gruppe von Hobbyköchen, eine Gruppe von Autobastlern oder ein Verein für dies oder jenes, kann man dort auch vieles erlernen. All diese Varianten gibt es auch im Web. Es gibt Texte und Bücher im Web. Und es gibt auch richtige Kurse, die man im Internet besuchen kann. Und natürlich gibt es jede Menge Expertengruppen, die sich im Internet treffen und die sich dort über die Schulter schauen lassen. Aber alles der Reihe nach. Im Internet gibt es viele Texte, auch ganze Bücher, die man zum Lernen nutzen kann. Der Hobbykoch freut sich beispielsweise über Kochrezepte und Kochtipps auf Kochwebseiten. Wikipedia ist ein sogenanntes Online-Nachschlagewerk, das sämtliche gedruckten Werke inzwischen vom Markt verdrängt worden sind. Anders als ein Buch kann man im Internet mit Hilfe von Hyperlinks, also einem elektronischen Querverweis, von einem Text zu einem anderen springen. Und neben Text gibt es natürlich auch Bilder und Videos und Tonaufnahmen, die beim Lernen unterstützen können. Auch im Web gibt es viele Angebote, die wie Kurse organisiert sind. Allerdings gibt es hier gar nicht so viele Angebote, die kostenfrei sind. Wer gut Englisch spricht, findet gerade eine ganze Reihe kostenfreier Angebote unter dem Stichwort Open Courses. Warum die Kurse als offen bezeichnet werden? Auf Englisch heißt Open eben offen. Hier gibt es zwei Ansichten. Die eine Gruppe sagt, dass offen bedeutet, dass jeder am Kurs teilnehmen kann und dass man keine besonderen Voraussetzungen benötigt. So kann man bei offenen Kursen im Internet oft an Kursen an Universitäten teilnehmen, auch wenn man gar keine allgemeine Hochschulreife, keine Matura besitzt. Für viele, aber nicht alle, bedeutet offen auch, dass es keine Kursgebühren gibt. Allerdings muss das nicht so sein. Häufig werden offene Kurse heute auch als MOOC bezeichnet. Eigentlich steht da ja MOOC, aber diese Abkürzung wird englisch ausgesprochen und da sagt man MOOC. Und hinter der Abkürzung MOOC versteckt sich der Ausdruck Massive Open Online Course. Das ist auch wiederum jede Menge Englisch und bedeutet einfach ein offener Kurs für Massen, also für sehr viele Leute. Von einer Masse von Teilnehmern spricht man, wenn ungefähr 150 oder mehr Personen bei einem Kurs mitmachen. Hinter dem Namen offener Online-Kurs verstecken sich sehr unterschiedliche Angebote. Ein Kurs ist in der Regel ein Lernangebot, bei dem es einen Anfang und ein Ende gibt. Und bei dem über einen gewissen Zeitraum immer neue Dinge zum Lernen angeboten werden. Unser Kurs Gratis Online Lernen ist nur eine Variante von sehr vielen Möglichkeiten. Wir beschreiben jetzt einfach mal, was alles geboten sein kann. Live-Vorträge und Gespräche finden zu einem bestimmten Zeitpunkt statt und man kann die Vorträge, also das Gesprochene und auch Videos, live mitverfolgen. Manchmal kann man den Vortragenden auch direkt Fragen stellen. Diskussionsforen bieten die Möglichkeit, dass sich Teilnehmerinnen und Teilnehmer austauschen.
Oft gibt es auch ergänzende Texte oder Testaufgaben. Als drittes gibt es im Map auch viele Treffpunkte für Experten. Damit meinen wir nicht irgendwelche Professoren oder Fachleute. Wir sprechen von Experten, die sich bei dem, was sie lernen möchten, gut auskennen und auch ihr Wissen gerne weitergeben. Natürlich können das auch Professoren sein. Wenn Sie jedoch lernen möchten, wie man Kunden in ein erfolgreiches Verkaufsgespräch verwickelt oder welche Pflanzen sich auf Ihrem Balkon wohlfühlen, sind es wohl auch andere. Wo sich die Experten im Web treffen, denen Sie gerne über die Schulter schauen möchten? Auch das ist leider nicht ganz einfach, denn solche Fachleute tummeln sich an den unterschiedlichsten Stellen. Das können eigene Webseiten sein oder auch Gruppen in sozialen Netzwerken wie Facebook oder Twitter. Sie sehen, dass es prinzipiell für alle Formen des Lernens im Web ähnliche Angebote gibt. Vielerlei Lernmaterialien, kursähnliche Angebote und auch Möglichkeiten, sich mit Experten auszutauschen. Wenn Sie im Web lernen, kann man das auch E-Learning nennen. Und wen wundert es? Das ist Englisch. Das Wort heißt direkt übersetzt E-Lernen und das E steht für elektronisches Lernen. Klingt ein wenig komisch. Diesen und viele weitere Ausdrücke rund um das Lernen im Web finden Sie im Begleitmaterial. Dort finden Sie auch weitere Hinweise auf konkrete Lernangebote. Viel Spaß beim Entdecken!